Wir befinden uns gerade im Auto, beziehungsweise ich. Und Ralfi ist am Schuften, der arme Kerl. Wir sind nämlich gerade auf dem Recyclinghof. Genau, wir haben nämlich... Vater ist schon wieder voll drin. Wir haben nämlich den Keller aufgeräumt und den Dachboden. Und da ist so einiges zusammengekommen. Ja, ich komme. Und da haben wir uns heute fest vorgenommen, das Ganze zu machen. Heute ist ein Handwerkertag. Dann wollen wir alle Regale und die Schränke im Flur zusammenpuzzeln und an die Wände bringen und uns schon mal überlegen, welche Farben wir benutzen. Denn wir hätten gerne vor Weihnachten den Flur wenigstens schon gestrichen. Ja, Fadi, ich komme. Aber was alles heute so passiert, werdet ihr sehen. Wir haben auf jeden Fall den Tag begonnen, indem wir ein richtig schönes, leckeres Samstagfrühstück hatten. Und jetzt geht's halt an die Arbeit, gell? Ja, Schatz, ist gut. Gute Pokermatte. Engel, du bist echt dumm geworden. Du bist wohl nur noch am Schuppen. Das sieht auch echt schlecht aus. Willst du auf dem Arm? Ja, und warte. Jetzt läuft die Kamera, jetzt muss ich es mit einer Hand tragen. Ohne den Karton, ne? Braver Junge. Na, was soll ich machen? Ach, du ahnst es nicht. Kleiner Zwischenstopp noch. Genau. Wir brauchen Dübel natürlich, um das Ganze auch in die Wände zu bringen. Meinst du, die reichen aus? Ja. Ja, ne? Die benutzen wir am häufigsten 6er und 8er. Alles klar, Papi. Einmal, zweimal? Einmal. Hallo? Einmal? Und wir bauen ein Haus, oder? Na, man weiß es ja nicht, ne? Nee, nee. Wir sind jetzt gerade wieder rein, haben alles ausgepackt und stärken uns gerade mit einem Joghurt. Und ihr wisst es, Dr. Oetker Nougat Müsli, Kaffee, Papi auch und Papa. Wir haben nämlich die Hello Fresh Box gekriegt heute Morgen. Darf aussuchen, was es heute zu futtern gibt. Alles klar. Was haben wir denn für die Woche? Mildes Chili con Carne. Dafür bin ich. Rinderbraten mit Kräutersenfkruste. Das will Oma morgen machen. Versteckter Kartoffelstampf mit Ei. Boah, ne, das hört sich nicht so gut an, aber das wollte Heidi unbedingt haben und Oma. Buntes Ofengemüse, Ofengemüse mit Halloumi. Ah, yummy. Auch super. Oh mein Gott. Na? Überbackene Penne mit getrockneten Tomaten. Auch geil. Si, si, po, 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 po. Ja, wunderbar. Und was möchtest du jetzt haben, Hase? Ich nehme Chili con Carne, da weiß ich, das wird schmecken. Das ist was, haben was wir lange nicht gehabt, ne? Mhm. Und easy Alltag. Zeig mal einmal, geht das schnell? Mhm. Hammer. Guck mal, wen wir hier haben. Wusste, ist sie nicht süß? Hast Fleischsalat noch gefunden? Ja. Bist du auch süß? Den möchtest du? Okay. Ja. Ja, mach ich mein Ding. Mach mal Sitz. Futter. Andere. 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 Sag mal, hör auf mich zu ärgern. Mit dem Fadi, welch seltener Anblick. Du tust was. Ich bin nur am Schuften. Jetzt muss ich wieder einen Regalboden anbringen. Also. Ich habe auch kein Feierabend. Könnt ihr euch das vorstellen? Andere machen sonst was, außer oh, ich. Oh, du armes Würstchen. Zack. Richtig cool. Oh, oh. Es geht wieder los. Was ist mit meiner Schulter los? Jetzt die andere. Mach mal zu. Ja, ich lach mich tot, die Tür geht gar nicht Natürlich, zu. Haben wir doch oben auch. Ist das nicht geil, Leute? Ja, Fadi, du bist wieder am Dancen und kannst es gar nicht. Nur weil einer vielleicht geschrieben hat, oh Papa, du kannst aber gut tanzen. Ich tanze nur, weil tanzen. Wir haben hier im Flur jetzt so einen Packschrank hingemacht. Mach mal auf, Engel. Da sind nämlich jetzt die Staubsauger drin. Das wird natürlich alles noch ordentlich gemacht. Und hier noch so für Putzmittel und alles das, was jetzt unter der Spüle liegt. Warte. Ja, ich warte. Guckt sie euch mal an, den kleinen Sonnenschein. Das hat sie sich komplett selber ausgesucht. Ein Jeansrock und alles mit Herzchen, ne? Hayley hat heute keine Zeit. Wer ist heute deine Beste? Ja. Hayley macht heute alles nur mit Omi, ne? Wir sind abgeschrieben, Kali. Kann das sein? Cool, Vater. Du bist echt ein toller Typ. Danke. Gerne. So,
Hier stand ja immer unsere Sitzbank und da hatten wir meistens immer alles raufgestellt und nie weggeräumt. Deswegen sind wir ganz froh, dass das jetzt weg ist. Und vor allem müssen wir wegen den Staubsaugern nicht immer alle Etagen hoch und runter laufen. Jetzt kommt das Regal hier weg. Und das hier, das haben wir zweckentfremdet. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon erzählt hatte. Oh, guck mal, er kann da gar nicht aufhören zu arbeiten. Das mache ich einfach nebenbei. Wieder die Schrauben raus. Auf jeden Fall haben wir aus der Wohnzimmerabteilung bei IKEA Wohnzimmer-Schränke zweckentfremdet. Aus der Serie Bester. Genau, und die werden wir jetzt. Und die werden wir jetzt quasi von der Pax-Seite bis zum Lichtschalter aufbauen. Und dann kommt da drüber die Magnettafel. Mit einer Hand. Ja, Schatz, du bist einfach so unfassbar stark. Du bist einfach der Beste, aber das wissen wir ja mittlerweile schon. Aber einen hatten wir doch schon aufgebaut, ne? Was machst du denn jetzt schon wieder? Oh, Mädels, setzt euch hin, holt euch Popcorn. Es läuft nämlich Feuerwehrmann Sam. Jetzt mache ich es selber richtig gut, Schätzchen. Danke. Das ist schon mal Schränkchen 1. Das hat Ralf jetzt in 3 Sekunden gemacht. Ganz genau. Nee, den hatten wir schon gebaut. Sind das die matten Türen? Ja, ne? Ja. Und das sind halt, wie gesagt, Hängeschränke, ne? Hey, oh, Entschuldigung, hey, Entschuldigung, Chef. Hey, oh, jetzt drückst du nochmal. Warte. Du bist zu schwach. Genau. Ist das cool oder ist das cool? Ich muss ihn dann noch einstellen. Ja. Wie sagt man, justieren? Oh Gott, geht das wieder los. Und davon basteln wir jetzt noch den zweiten und das kommt dann in den Flur. Du hast dir auch ein Autogramm von Sam geholt. Ja. Weißt du, für die große Stelle soll Omi mal einen Stern ausschneiden, Schatzi. Ja. Stimmt, ich habe noch Sternenkleber. So aus Glitzer. Soll ich die mal holen? Habe ich auch extra geholt gehabt. Ich laufe. Super. Ich wollte nur mal gucken, wie schön das hier bei euch ist. Ich freue mich schon. Hele konnte es nur nicht abwarten, deswegen fangen die schon an und guckt mal hier. Natürlich mit Weihnachtsmusik. Und Omi hat Schland um ihrem Arm. Braucht sie heute keine Binde. Ja, ist besser, ne? Du kannst ja sogar auch jetzt drunter die Salbe machen. Das kann man doch waschen. Oder? Ja, ich habe aber schon Salbe drauf. Ach so, okay. Ich jetzt einmal. So, ich laufe dann und hole euch die Kleber, ne? Die Sternchen. Die Sternchen. Die müssten nämlich hier drin sein. Genau. Die hatte ich nämlich auch besorgt gehabt. Ich glaube, das war sogar von Teddy oder Rossmann. Die Watte. Das können die ja noch gebrauchen. Oh nein, die war auf. Eine tolle Wurst. Und wenn die Gemälde fertig sind, kann sie die ja hier reinmachen. Und hier noch Watte, wenn wir morgen die Schneemänner machen oder nachher. Alles, was sie hat. Oh mein Gott, ist das schön. Cool. Und du, willst du auch mitmachen, Engel? Was machen die Mädels hier Tolles? Weißt du, wie das geht mit dem Sternhase? Ja. Guck mal, genau, auf der Rückseite ist Papier und das musst du so abknippeln. Warte, guck mal her. Da, guck. Ich habe den Anfang gemacht. Jetzt brauchst du es abziehen und dann klebt das. Aufkleber. Genau, und dann kannst du ihn auf deinen Baum kleben. Oh, guck mal, wie schlau sie ist. Sie packt es oben als Spitze raus. Süß, ne? Dann muss sie aber noch eine andere Gegend kleben. Genau, hier. Guck mal, sonst wie süß. Ja, Omi, hilft. Das war schlau, Motte. Das war ganz toll. Wir müssen nur, halt mal einmal fest, wir kleben den anderen noch dagegen. Genauso rauf auf die andere Seite. Oh Engel, ich bin so stolz auf dich. Oh, für wen ist der Tannenbaum? Für welches Fenster? Für meins. Für deins? Gib mir mal einen Kuschi. Eine. Ach, unser Lieblingslied. Du eine Meer, eine Tete, eine Tute. Eine Route. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber die Weihnachtszeit, wir haben so einen krassen Batterienverbrauch. Das ist nicht mehr feierlich, aber ich glaube, das ist auch ganz normal. Hier kommen jetzt auf jeden Fall erstmal die alten rein. Ich muss hier irgendwie ein bisschen Platz machen. So, die sammeln wir immer und dann geben wir ihn natürlich ab. Ralf ist wieder in seinem Element. Das passt schon gar nicht mehr. Könnten wir eigentlich nachher, wenn wir einkaufen, mal mitnehmen.
zacki, zacki. So, und jetzt kommt's. Das ist der Stern hier aus Mottes Zimmer. Aber wir haben von Barossi diese hier geholt. Aber die scheinen irgendwie nicht zu passen. Die sind voll breit. Die kommen gar nicht an diesem Metallriemchen hier oben an. Vielleicht kann ich die irgendwo anders rausmopsen, wo die denn reinpassen. So, ich werde mich jetzt mal hier am Adventskranz bedienen. Weil ich bin mir sicher, dass die passen werden. Aber die flutschen schon mal besser. Komisch, und die gehen hier besser. Echt jetzt? Ja. Siehst du, jetzt kommt das große Erwachen. Wo ist der Schalter? Oh. Yay! Oh, ich freue mich. Da werden ihre Äuglein glitzern. Das ist ja cool. Komisch, ne? Obwohl es genau beides. Und da geht's auch, ne? Mhm. Das ist ja ein Ding. Weil die Batterien gehen, mein Schatz. Deswegen habe ich Yay gesagt. Und hier haben wir auch ein Sternchen. Und die Kamera fokussiert mal wieder nicht. Nach Vlogmas muss ich mich da unbedingt mal drum kümmern. So. Oh, da wird sie sich freuen. Ganz wichtig, ihr Pinguin. Der soll da auch wieder hin. So, und jetzt leuchtet der. Schön. Ich muss noch die eine Schraube mit dem Dübel mitbringen, Engel. Die habe ich dir da griffbereit hingelegt. Die mit dem Dings hier? Genau. Ah ja, okay. Und dann kommt das so und da kommt dann gleich diese Schutzkappe vor. Okay. Aber obwohl du haltest doch mal gerade, jetzt machst du es ja nicht alleine, weißt du? Ja. Du hältst es dann ran. Und du sagst dann einfach. So, halt mal eine. Reicht dir erstmal ein Stück zurück. Kannst du es ein Stück zu dir ziehen? Ist drin? Ja. Geil, Engel. Hammer. Guck, und guck es dir an. Wie gerade, ne? Ja. Check. Oma! Ja. Wir sind so eine Hupen, das haben wir überhaupt nicht beachtet. Genau das Einbohrloch vom Schrank ist hier. Was ist das hier? Ach ja, das machen wir natürlich nicht, aber jetzt haben wir eine viel, viel coolere Variante gefunden. Das heißt, wir haben das so treppenstufenartig und können sogar da auch noch was hinstellen. Das ist mega geil. Perfekt. Das ist mega, mega geil. Gut, und ich würde auch sagen, genau so, das heißt... Ja, das ist halt jetzt, genau, setz super. Setz die Löcher an, Engel. Lass ja. Ihn gleich so. Lächeln, Schatzi, das ist doch nicht anstrengend. Ich schätze mal bis zur zweiten Umdrehung. Hm, hast du auch nicht vorher ausgerechnet. Ne? Guckt euch das an, Leute. Jetzt müssen wir noch einmal hier die Dübellöcher zumachen. Und dann müssen die Türen ran, sauber machen. Und dann ist Projekt Flur ready to rumble. Ja, Papa, du bist in der Werkstatt. Jetzt müssen wir noch überlegen, alle Mann, welche Farbe wir hier im kompletten Flur haben wollen. Noch rot. Ein paar Bilder. Ja, rot, genau, Vater. Ist das geil? Ist das geil, du? Und dann müssen wir auch hier noch unser ganzes Arbeitsmaterial einmal aufräumen. Und dann müssen wir auch noch mal einmal einkaufen, ne Hase? Ja. Und dann essen und dann Feierabend. Oh, wie schön sieht das hier denn schon wieder aus? Du bist so süß, mein Engel. Wollen wir gleich einkaufen? Kommst du mit Papa und Mama mit? Und Oma. Guck mal, wie schön das geworden ist. Und das ist ja wohl der Knaller schlechthin. Ich glaube, wir Frauen ticken da alle gleich. Ne? Die Männer packen noch das Werkzeug weg und wir sind schon dabei und dekorieren. Aber ich fand das so schön, was Omi und Heidi gebastelt haben. Aber sonst wirken hier die Teelichter nicht. Mache ich gleich nochmal. Der perfekte Platz. Kann man sich jeden Tag dran erfreuen. Ne? Papi guckt jetzt für das Lebkuchenhaus, was wir morgen am Adventssonntag mit Heidi backen wollen, was wir so brauchen. Sonne. Sowas finde ich ganz süß. Ne? Ja. Und auch mit dem Eischnee. Also genau. Eier brauchen wir denn noch. Perfekt, mein Schatz. Eier, guck mal hier mit Smarties. So irgendwie noch was Perlen. Marshmallows, bunte Perlen, genau. Ich habe kein Pinterest, das ist Jules Handy. Ja. Wir brauchen Eier. Gummibären? Gummibären haben wir. Dann Toastwurst. Smarties. Ja. Du, wir sind heute aber auch fleißig, ne? Vom Handwerkeln. Ja, aber jetzt rüber zum Einkaufen. Natürlich. Du bist der Beste. Entschuldigen Sie? Haben Sie kurz vielleicht Chibab, Chichi? Guckt euch das an, Leute. Und guck mal, hier sind die. Guckt euch das an. Davon hatte ich ja 8 Stück drin, aber Ralf hat mir die ja alle weggegessen. Ja, genau. Und deswegen kauft er mir ja jetzt alle nochmal neu. Schatzi, möchtest du auch die hier noch? Ja.
ihr euch jetzt wundert, wie sieht denn der Weihnachtsmann aus? Ihr seht richtig. Alle guten Dinge sind zwei dieses Jahr, haben wir uns gerade gedacht. Ich brauche nochmal ein anderes Werkzeug. Einfach nicht nach Knobi. Ja, das kommt, weil du die Füllung aufgegessen hast. Ich muss da denn hiervon noch ein bisschen. Ach, du bist so eklig. Ja, aber sonst geht das ja so rein. Ach, wie das stinkt. Oh, jetzt riecht man aber schon den Lachsbrecki da drinnen, ne? Uiuiui. Kann man Kali eine auch angeben? Kann ich auch schon? Papa hat sich verschluckt, weil er so gierig war und die ganze Praline im Mund gestopft hat. Ich kann nicht mehr. Ja, warte, wir müssen noch auf Papi warten. Durch diese Kotzblockade, ich hätte nicht alles ausgespuckt. Bei mir zieht sich das ja zusammen. Hast du gedacht, du kommst nach der Klaute damit durch? Mami? Was war das? Hättest du damit niemals gerechnet? Ja, also auf die Idee auch. Hättest du jemals damit gerechnet, dass noch eine kommt und vor allem gleich hintereinander? Nein, ich hätte das gedacht, weil du zu oft gesagt hast, oh Mann, wird auch irgendwann langweilig. Da wusste ich schon die Hälfte. Aber nicht, dass es heute ist. Nicht heute schon, aber gut. Tja, Fadi. Und dann hast du dir Haleys angeguckt, wie die aussehen. Ja. Ja, deshalb bin ich doch, dachte ich, die sind 1:1. Siehste? Niemals. Und er hat sie zack, ganz im Mund. Ne? Ja, diesmal hast du die nicht Hälfte abgebissen. Und diesmal haben wir das Oberhäutchen ja gefüllt, wa? Oh. Guck mal, wie sie es zeigt. Cool. Kali, nein. Lass sie in Ruhe. Pack mal deine Weihnachtskugel dahin, mein Schatzi. Kali. Hoppala. Und? Ich muss dich mal erstmal zählen. Okay. Die musst du erstmal zählen. Komm mal, Herr Dicker, wir gucken mal von hier zu Mama sitzt. Hat einen Vorteil, dann werde ich heute nicht mehr cheaten oder nicht mehr essen. Ich kriege nichts mehr. Habe ich mehr. Ja, warte erstmal die Zubereitung ab, mein Schatz. Schon wieder eine Smiley-Dose. Du hast es aber gut. Ein Quetschi. Oh, die mag Haley auch gerne, ne? Freche Freunde. Fadi, alles gut bei dir? Wie geht's dir? Mir dreht sich der ganze Magen. Das war die härteste Praline. Die härteste Praline der Welt. Heieiei, ein erfolgreicher Tag geht zu Ende. Wir gucken jetzt Grace, beziehungsweise schon die zweite Folge. Jetzt ging gerade die schönste Praline online. Und Papi, geht's dir wieder besser? Ja, ja, du und dein Hawaii-Gruß. Und ich habe mir hier eben schon wieder was gegönnt, ne? Hört bloß auf. Wir werden in den Januar kugelrund kullern. Auf jeden Fall sagen wir bis morgen und auf Wiedersehen. Gutes Nächtle!